Hey Leute, Nintendo hat es geschafft. Die Leute lassen ihre Konsole stehen und gehen wieder raus. Auf die Straße. Deshalb gibt es heute für euch 5 Tipps und Tricks zu Pokémon Go. Und los geht's. Fangen wir an mit Nummer 5. Eins sollte dir klar sein. Nachdem du dir das Spiel runtergeladen hast, kannst du das Spiel nicht gemütlich auf der Couch spielen. Es geht raus auf die Straße. Und durch die klassische Einweisung durch einen Pokémon-Professor und der Auswahl von Name und Geschlecht, kannst du direkt dein erstes Starter-Pokémon fangen. Und die Nummer 4. Möchtest du statt Shiggy, Bisasam oder Glumanda ein Pikachu als Starter-Pokémon? Kein Problem. Laufe einfach mehrfach von dem Pokémon weg und irgendwann erscheint Pikachu. Hätte ich das doch mal früher gewusst. Weiter geht's mit der Nummer 3. Wenn du die Fangchance mit deinem Pokéball erhöhen möchtest, halte den Ball einfach fest und bewege ihn im Kreis. Natürlich solltest du bei dieser Technik den Ball auch nicht daneben werfen. Bei manchen Pokémon braucht man nämlich mehrere Versuche. Kommen wir zur Nummer 2. Auf der Suche nach Pokémon wirst du überall auf der Welt nach sogenannten Pokéstops treffen. Dort bekommst du nützliche Items wie zum Beispiel Pokébälle. Schaut mal, hier in der Nähe ist auch einer. Doch leider sind wir noch zu weit weg. Viel Bewegung ist angesagt, wenn man ein richtiger Pokémon-Trainer werden möchte. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Wenn euch bei der weiten Suche kein Pokémon über den Weg laufen sollte, dann keine Panik. Bei Pokémon Go gibt es nämlich nützliche Items, wie zum Beispiel Rauch, der einfach 30 Minuten lang wilde Pokémon zu euch lockt. Cool, oder? aber schau mal da, was ist das denn? Ein wildes Taubsi. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei Pokémon Go und vielleicht trifft man sich ja irgendwo bei einem Pokéstop. Und denkt dran, demnächst erscheint Edition 2. Brrr, das war's vom 2. Dezember, meine lieben Zuschauer. Morgen geht's natürlich weiter und checkt einfach das letzte Video ab und bis dann. Peace.